Willkommen zurück bei Minecraft. Hi. Willkommen zurück. Wir sind gerade in zwei Gruppen aufgeteilt, unglücklicherweise. Ja. Willkommen zurück, aber die in der Nether sind leider noch nicht zurück. Eine Gruppe ist im Nether, weil sie sich verlaufen hat, weil Hockey die falschen Koordinaten geschickt hat. Es ist Hockey schuld, legitim seine. Ja, die andere Gruppe ist gestorben und ist jetzt leider in der Oberwelt ein bisschen ausrüstungsarm. Wir haben einen Plan. Wir gehen Gold suchen, richtig? Wir müssen ein bisschen. Also, ich hab vorhin auch schon. Meine letzte Folge war sowieso ganz komisch, kurz und sowas. Ich habe noch 42 Eisen gesammelt, das heißt, da schmilzt gerade ein bisschen was vor sich hin. Wenn ihr ein bisschen Eisen braucht, bedient euch. Euch beide kann ich auf jeden Fall erstmal was zeigen. Danke, Moggy. Johnny, Moggy, kommt mal, kommt mal. Minus 2 und minus 18, Alter. Schau ich den Scheiß hier mal an. Schau dir den. Oh, stimmt, der Scheiß weg, oder? Boah! Junge, geil. Oh mein Gott. Nice. Stark. Wartet ganz kurz. Kann ich aus Holz Kohle machen? Oh mein Gott, ich sehe es in Moggys Schwert, sehe ich das spiegeln. Das blaue Feuer, das ist. Wir müssen hier in die Richtung. Du kannst, mach ich aus Holz. Leute, wir haben Zombie im Dorf. Unverarbeitetes Holz und verarbeitetes Holz und machst dann einen Ofen. Warte, der Golem kommt, oder? Golem? Machst dein Ding? Nicht mal 12 Holz und packst mal hier rein. Ja, so nämlich. Ich rufe dich mit dem Golem an. Ich muss mitnehmen, ich hab keinen Platz. Was willst du denn mit dem Glowstone? Digga, mach ich Leuchtdinger draus, Alter! Wollen wir einfach eine andere Mine aufsuchen? Nee, in der da unten gibt's doch super viel zu sehen. Ich nehme deine Ranken mit, komm. Vor allem, da sind gute Wege runter durch das ganze Wasser. Also, können wir Bäume pflanzen? Haben wir zum Bäume pflanzen? Ja, im Pflanzending. Ich würde mich dann kurz mal jetzt eine Runde drehen und Bäume pflanzen einfach. Ja, und halt Ausrüstung zu meiner. Ich habe ein paar Bäume machen, noch oder? Gepflanzt, warte, aber bevor wofür? Wir losgegangen sind. Brauchen wir das? Ja, weil wir ewig weit laufen müssen, um Holz zu holen. Wir können auch da draußen einfach vor der Haustür einen Wald haben. Deswegen können wir die Bäume immer holen. Hey, warte, wir haben doch Holz auf dem Dach. Brauchen wir nur eins. Hier ist nur ein Setzling. Brauchen wir Holz? Haben wir das nicht so holen? Ja. Ja, ist doch so, Maeve. Als ob wir jetzt Bäume pflanzen müssen. Aber es ist viel angenehmer. Wo müssen wir hin? Wenn ihr das sagt. Minus 2. Du musst ja nicht. Minus 18. Also eigentlich 0-0. Am besten. Ich dachte, wir gehen Gold suchen. Soll ich euch mal Ausrüstung machen? Ja, du kannst ja auch schon mal los in die Mine gehen, Johnny. Du musst jetzt nicht gemeinsam mit mir ein Baumabenteuer erleben. Das wurde mir aufgetragen von Maeve. Er meinte, geh mal zusammen mit Moggy los. Hockey, hast du dich einfach durch die Wand gebuddelt? Ja. Maeve? Viel vom Pfad konnte ich gehen und dann irgendwann waren nur noch Wände vor mir, habe ich mich reingegraben. Maeve? Hm? Du sagst, ich soll mit Moggy gehen, oder? Ja, wär gut, ne? Wär lustiger, ne? Es ist nicht so wichtig, wir sind in der gleichen Gegend. Wie ist das Moggy abgehauen schon wieder, oder? Ich bin neben dem Dorf und ich. Vollkommen okay. Ich hab Eye of the Spider! Jo! Geil. Johnny, pass mal auf! Johnny, pass mal auf! Was passiert denn nach dem Bissen? Leute, wenn hier jetzt gleich Lava kommt, ne? Ich bin vergiftet. Ja, ich habe keine Spitzhacke, ich kann doch nicht graben, also. Warte mal, ich bin abhängig. Was passiert denn nach dem Bissen? Au! So aufgeregt. Warte mal, man sieht doch, ob da Lava durchtropft, oder? Eigentlich schon. Das Auge schmeckt nach Aua. Ich würde immer ein bisschen Abstand nehmen und sneaken. Das ist besser, sich da durchzugraben. So, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Ja! 9. Der Kreeper! Hockey, wenn du willst, kannst du ein paar Schilder machen für uns übrigens. Glaube ich. Schilder oder Schilder? Sind die Bäume beschriftet? Denk dran, wenn wir nach rechts gehen. So. Dann, das war keine Verbesserung, aber es wirklich nicht, was du wolltest. Ricky, hast du mich geschlagen? Nee, ich brauche ein Schild. Ist mir aufgefallen, dass der Creeper wieder auf mich zugelaufen ist. Johnny, brauchst du auch ein Schild? Da ist Lava gleich, da ist gleich der Abgrund. Ich hätte gern einen Schild. Rüst aus. Okay, also soll ich jetzt in die Mine gehen ohne Moggy? Ich mag's, dass Hockey uns den falschen Weg sagt. Ich komme auch gleich in die Mine. Und dann haut Hockey ab und lässt uns alleine da. Ja. Ich hab verloren, was soll ich machen? Warum rennst du immer von der Gruppe sofort weg? Ich finde es jetzt nicht so falsch, er hat sich halt gerettet, das könnt ihr ja auch machen. Aber, ja, aber er hat uns um die Scheiße gerettet und ist dann abgehauen alleine. Achso, sollen wir euch suchen? Ich kann gerne zu euch zurück. Ich kann Gold suchen, ich kann aber auch euch suchen. Ist ja fast das Gleiche. Ihr könnt mir eure Kanaten geben, dann sollte ab und zu mal bei der Gruppe bleiben. Ja, gebt mir eure Koordinaten, dann komm ich zu euch. Ja, wir wurden uns gerade durch die Kohle, Alter. Wir wurden uns gerade durch 100.000 Meter durch den Boden durch. Das war auch meine Erfahrung. 100.000 Meter? Ja. Das ist eine weite Distanz. Nach Frankfurt. Das sind 100 Kilometer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns den Weg haben wir ja schon geschafft. Wir wissen das für Pfundskerle wie mich, damit die es auch verstehen. Ah, der hängt in dem. Das ist quasi von dir zu Netto.
Das ist nicht so weit tatsächlich. Das sind 200 Pfund ungefähr. Aber du meintest doch, du würdest dich am liebsten dafür teleportieren können. Oh, jetzt klingelt's bei mir auch noch. Nee, warte, das war Norma. Na, bei mir klingelt's auch manchmal. Oh, Norma ist das nostalgisch für mich. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, dass ich kenne Norma nur von dir und du hast das ewig nicht mehr erwähnt und deswegen. Das habe ich gerade zurückgeworfen. Also, ich habe gehört, die eine Eule, die Maeve hat, die gibt's bei Norma. Die war von Norma. Hab ich auch gesehen. Die war auch im Reddit. Weiß nicht, ja, ob Maeve seine da hat, da gibt's sie auf jeden Fall. Und Morgi hat einen Furby. Ich hab meine von meiner Mutter geklaut. Also nicht nachfragt, wo die her ist. Hey Mutter, wo ist denn die Eule her? Nein, 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 Mutter. Die Mutter heißt Norma. Ach so. Wo seid ihr hin? Kommen aus den Blättern eigentlich auch Setzlinge raus, wenn ich die kaputt mache? Oder muss ich warten, bis sie mit der Zeit kaputt gehen? Wo ist jetzt Ricky hin? Ich habe gerade echt eine normale Minecraft-Erfahrung. Ich glaub, die was ist denn da los bei dir, Ricky? Und find auch tatsächlich was. So, jetzt müssen wir eigentlich Peterson oder was? Nur noch in die Richtung. Müssen wir über den gesamten Lavasee? Ich liebe Findus. Wir müssen hier 150 Meter auf jeden Fall hin. Wir müssen da hoch, oder wie? Wäre am besten, ne? Das Kämpfen... Ach du Scheiße. Ist wirklich so wichtig, dass ich nicht spamme. Ihr habt ja jetzt genug eingesammelt von den Zorn, oder? So unlucky, wie ich umgebracht wurde einmal. Ich meine, ich habe 58 Blöcke. Okay, wir müssen ja nur da hochkommen, wo Dings ist. Also, Ricky. Also ich versuche beim Kämpfen auch immer ein bisschen einen gewissen Rhythmus beizubehalten. Und dann laufen wir einfach jetzt Ricky hinterher. Was soll da schon schief gehen? Ja, der Rhythmus ist auch wichtig. Früher habe ich einfach gespammt. Ja, das war ja auch früher so. Das war immer, ich erinnere mich noch, das war... Wenn dann die Leute angefangen haben, ihre ganzen Multiplayer-Minecraft-Videos zu machen und dann als Minecraft-PvP ganz populär war. Ich hab's immer gesehen, ich dachte mir, das ist so dumme Scheiße. Ja, deswegen haben sie es geändert. PvP? Wegen PvP, glaube ich, wurde das Kampfsystem geändert. Ja. Zumindest die, also, die Leute sagen, waren nur am Spiel und haben draufgehaut. Jetzt warten Leute mit dem Cooldown und springen und hauen drauf. Sie haben draufgehaut. Zurück, ja, jetzt müssen sie ein gewisses Timing haben beim Draufhauen. Boah, richtig nervig. Ja, oh, ich hab eine Gasträne, bekommen. Stark. Alter. Was kann man daraus machen? Irgendein Trank, oder? Wahrscheinlich. Ich habe übrigens unterwegs nur zwei Setzlinge gefunden. Das heißt, das war ein miserabler Ausflug. Ja, ich habe vor allem das Gefühl, Holz können wir auch immer... Okay, die Setzlinge kommen von den Blättern. Kannst du ein Setzling vor dich packen? Kommt vom Blättern, ja. Du musst warten, bis die Blätter wegfallen. Genau. Oder du machst dir eine Schere, das geht auch. Also so eine Baumschule ist natürlich cool, wenn wir jetzt so Server bauen würden, wo wir richtig lange noch drauf sind. Aber ich glaube, mit der Schere für unsere Zwecke reicht das Holz. Nach da oben. So, mein kommt Bedarf, ihr? Kurz irgendwo hinzupflanzen. Ich Jungs, noch bis zwei Bäume wechseln und dann. Ich mach die Vorstellung von der Baumschule. Wie können wir eigentlich am besten Essen auftreiben? Wie funktioniert denn das? Du hast im Dorf ja die ganzen Tiere und so. Die kannst du einfach umbringen, braten und halt nicht wir zu viel umbringen. Kommt ihr die Kartoffeln her? Damit du sie mehren kannst. Die Kartoffeln wachsen da auch. Ich hab die gepflanzt und ich hab die kultiviert. Hinter den Tieren. Ich hab die großgezogen wie mein Baby. Aber nimm einfach Essen aus den Truhen und friss. Ich hab. Ne, ich will doch lernen. Wie, woran erkenne ich. Alle Tiere sind Kartoffeln, Maeve? Ja, wir kommen zurück. Diamanten! Maeve, sind das die Kartoffeln? Auf ganz normale Weise. Das ist Weizen. Also Kartoffeln haben wir ganz links. Kartoffeln, okay. Siehst du, guck mal hier, das ist so ein braunes. Warte mal. Hier haben wir Karotten. Ganz am und Ende da sind der die Kartoffeln. Braun-Dinger hier. Sind die schon reif? Ja. Yeah. Wenn du zwei rauskriegst, dann ja. Wenn du nur eine rauskriegst, dann nein. Wenn sie noch ein bisschen grün sind. Ich denke, wenn sie zwei oder drei hoch sind, sind sie reif. Beziehungsweise zwei so Blöcke. Wie pflanze ich wieder welche ein? Einfach Kartoffel auf den Boden? Einfach wieder rein. Einfach Kartoffel auf den Boden. Und du brauchst noch eine kleine Hoe. Ihr könnt von mir aus ja... Was? Ja, so ein... Ich liebe meine Haus. Ja, wie von mir aus könnt ihr ohne mich in den Nether gehen. Ich entdecke gerade das Gärtnern für mich. Ja, ich liebe das. Das hast du in Nier nicht entdeckt. Okay, Johnny, hast du meine Spitzhacke geklaut? Fairweise muss man sagen, ich hab's gar nicht erst versucht. Warum? Ja, okay. Ich hab doch gesagt, ich hab aber die Spitzhacke auch nicht empfehlen. Lass die doch dort liegen, ich hab doch gesagt, das ist meine. Ja, aber du kannst ja meine jetzt nehmen. Also was ist Bulli jetzt so entspannt? Was hast du mitgenommen? Spitzhacke wieder? Ja, ich hatte ja keine, ich bin doch gestorben. Du meine Fresse, ich hab 30 Diamant da drin, mach dir eine neue Spitzhacke. Oh, ja, genau. Gott, okay. Ah ja, ich mach auch eine Spitzhacke neue. Ich meine, ich hätte mir eine neue machen können, aber ich hab's vergessen, dass es deine ist. Diamantenstark. Weißt du, ich versteck die extra und der Arsch kommt an. Ich hab sie gefunden. Warum versteckst du sie? Ja, genau. Wegen solchen Leuten wie dir. Wieso hast du sie nicht einfach dabei? Damit ich sie nicht verliere, damit ich sterbe. Wir hatten meine jetzt. Hab ich sie zurückgelassen?
Also einer von euch hat ja meine aufgehoben. Ja, ich hab deine, aber ich hab also von morgen haben wir relativ viel Zeug verloren, weil er in die Lava geflogen ist. Bist du zu Hause, Fully? Ja. Also. Da sind ganz viele Diamanten in der Truhe. Johnny, wo bist du? In der Mine und ich hole Eisen und Schild. Wir haben doch eine Eisenrüstung für dich. Ich hab doch eine. Jetzt wieder. Hast du eine neue gebaut? Ich hab mir eine neue gebaut. Wie viele Enderperlen haben wir jetzt eigentlich bekommen? Ich hab Mogi eine gebrochen, weil die war verzaubert, meine ich. Was hab ich? Mogi hat keine. Dann rüsten wir Mogi jetzt damit aus. Komm her, Mogi. Nice, mach das. Ich bin hier. Hier ist der Brustschutz. Meins ist jetzt ausgerüstet. Meins ist jetzt euer. Mogi braucht noch seine Spitzhacke Kram. Ich brauche alles. Ich teile gerne. Kann sein, dass du meine Schuhe jetzt aus der Kiste genommen hattest? Mogi. Nee, die hat Hockey in mich geworfen. Mogi? Ja? Da. Was hab ich? Da. Dankeschön. Warte, sollen wir es nicht enchanten? Hast du XP? Ich kann es dir trotzdem enchanten. Halb kaputter Helm. Wo enchante ich denn? Sollte ich das enchanten? In unserem Haus. Achso, hier drin. Ist alles nichts. Ich sollte nicht zu tief. Das ist doch alles, Lapislazuli. Also, wenn du gut Level hast. Ich verschante dich. Wir sind in Lidl. Ich würde mein Schwert eigentlich auch ganz gut. Ich habe eure Schilde übrigens in die Werkzeugkiste gemacht, Mogi und Johnny. Und niemand kann uns was sagen. Wie viele Enderperlen haben wir bekommen? Schwungkraft, da würde ich sagen, lass einfach Lust, Loot, oder? Hier reinmachen. Da sind auch andere Knochen. Ich mag es, dass bei Baumaterialien Treppen als Beispiel steht. Was kauft man eigentlich mit Karotten? Isst man die Karotten einfach so als Snack wie so ein Hase? Ja, du kannst aber auch goldene Karotten machen. Und damit kannst du Schweine mähen und dann kriegst du halt Fleisch zum Fressen. So, geht doch mal hier. So viel Müll in den Taschen. Ich brauche noch eine Hose, glaube ich. Moment, mach dir eine. Warum sind hier Eier in Monster Drops? Du kannst ich hab 50 okay, Stück. Ja, das schaffe ich. Also sehen Sand wo die Hose liegt, welche Kiste schmeiß ich das denn rein? Was den Sand habe ich bei Erde drin. Ich schmeiß einfach in die Scheißkiste rein, ist mir egal. Die Scheiße hier. Ricky, du hast Morgis Hose aufgehoben. Ups. Au, nein! Hat Fully jetzt den Golem angegriffen. Scheiße. Stell dir Fully an, der vom Golem wegläuft. Fully, du kannst dich drei Blöcke hochbauen, dann erwischt er dich nicht. Fully, der will dich haben. Kannst ihm nicht entkommen. Fully, mach drei Blöcke unter dich. Fully, lauf! Fully, der Golem, wer will dich tot sehen? Lauf! Flieh! Warum lacht Fully dabei so glücklich? Gibt's keinen Shortcut, wo ich irgendwie schneller sein kann? Fully, schnell, ist sehr langsam. Schneller, komm! Bau doch drei Blöcke unter dich einfach. Gibt's nicht, Ricky. Das Spiel ist Vanilla. Ich glaube, der hat die Setzlinge. Was ist das? Ich muss vorhin die Setzlinge noch abholen. Ach, das sehen Erde. Achso, ich nicht die Setzlinge. Das sind wichtig. Die Aussetzigen. Ja, die Aussetzlinge. Ich setz Johnny gleich aus. Wer nicht? Das will ich sehen. Ja, mein Diamantspitzhacke. Warte, ich setz kurz aus. Ich bin eben auf der Ersatzbank. Ich setz die Runde aus, okay, Jungs? Das ist böse E-Wort gesagt. Violetter Farbstoff, wo kann ich das denn packen? Ach, hier ist wieder der endlich kann ich mein Spinnenabenteuer beenden. Ich kann es nicht beenden. Hose! Die Spinnen sind mit das Größte. Du hast so viel Eisen geholt, krass, ey. Die Spinnen haben so eine große Hitbox. Brauchen wir? Und ich erwisch die nie. Also, was ist der Plan? Kann ich losgehen und ein bisschen Gold holen? Das mach ich zumindest. Kannst alles machen. Ich bräuchte ein Schild dafür aber vielleicht noch. Ist in der Werkzeugkiste. Ja, dann mach dir einen. Werkzeugkiste? Wo ist Werkzeug? Was hast du hier studiert? Ich hab einen Spinnenspawn abgebaut. Halt, ich weiß nicht, ob daneben ein Creeper war. Ich hab den Schild reingestellt. Ja, daneben war ein Creeper. Schild, der sieht aus wie eine Tür, okay. Ich glaube, ich hätte den Spinnenspawn vielleicht gebrauchen können, aber scheiß drauf. Wohin Leuchtsteinstaub? Scheiß drauf. Moment, war der Spinnenspawner direkt scheiß drauf. Ich würde sagen, bei Erze. Oh, Junge! Ach du Scheiße! Da hätten wir einen Monster-Spawner draus bauen können. Tja. Aus dem Spinnenspawner? Ja. Ja. Also ich habe drei Karotten und sechs Ofenkartoffeln dabei, 26 Fackeln, ich bin bereit. Oder warte mal, habe ich den jetzt? Nee, der ist weg. Hast du ein Ei auf der Spider? Wenn ja, dann beiß mal rein. Scheiße. Und schau, was nach dem Bissen passiert. Scheiße. Ich hasse Mini-Zombies, die bringen mich immer um. Das haben Zombies so an sich, dass die Leute umbringen. Nein, die Baby-Zombies sind viel schlimmer. Die Baby-Zombies sind schlimm, ja. Richtig im Aus. Wie kann man nur so ein Kinderhasser sein wie Johnny? Hasse das. Wow. Ja. Wow. Oh Gott, das Wasser. Johnny, ich hasse es, das Wasser runterzufallen. Das ist das Schlimmste. Oh mein Gott. Heil dich doch. Haben wir Spitzhacken? Eisenspitzhacken? Nein, haben wir nicht. Wir haben Eisen auf jeden Fall. Mach dir doch eine Diamantspitzhacke, Fully. Oh mein Gott, Fackeln.
Geil. Nee, ich bin jetzt sauer auf Johnny. Ich mach nur Spaß. Ja, ja, ich kann sie dir auch wiedergeben, aber ich meine, ich habe auch 7 weitere Diamanten gefunden. Ja, wir haben so viele Diamanten noch da. Es ist halt. Ja. Machen. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, ein bisschen zu teilen. Goldi! Oh, ich habe einen Name-Tag. Wir können Sean endlich umbenennen. Den nennen wir. Ist das Schaf noch eingesperrt oder habt ihr damit irgendwas gemacht? Hier. Was das müsste noch gemacht? Eingesperrt sein. Nice. Dann werde ich. Das ist meine Aufgabe für heute. Wir können auch das Pferd benennen. Wir könnten alles benennen jetzt in dem Punkt. Aber ich habe keinen guten Namen. Wir benennen außer, alles. Außer Ferdinand. Der ist ein guter gut. Name. Verkauft sich unter Wert. Guter Name. Ferdinand. Mockjet Horseman. Weißt du wegen? Das wäre besser gewesen, wenn du einfach gar nichts hättest. Mock. Aber wieso Jet? Nee, so wie Bojack. Ja, aber dann sag doch Mockjack. Hat doch gesagt. Tut mir leid, der war gestimmt. Das wäre besser gewesen, wenn du gar nichts gesagt hast. Tut mir leid. Nein, ihr versteht es nicht wegen Bojack, ihr versteht's nicht. Ich hab's verstanden. Wie Bojack, Alter. Ich nicht. Hab's verstanden. Bojack. Der Horseman. Das ist ein Adult Cartoon auf Netflix. Mann, Alter. Ich hab's verstanden. Perfekt. Ich hab aufgehört, das zu gucken und jetzt erinnert's mich an die schlimmste Phase meiner Klausurenzeit und deswegen habe ich irgendwie keine Motivation, es weiterzuschauen. Ich hab dann direkt so in den Roboter gepflanzt? Ich meinte damals so schlechte Erinnerungen dann. Meinst du damals, dass du noch für dich zur Klausur gegangen bist? Oder? Ja. Heilige Scheiße. Das ist genauso. Oh nein, das ist gar nicht das, was man. Oh nö! Wie nö? Oh, ich dachte, aus diesen schwarzen Steinen kann ich Stein machen. Was ist Rieke jetzt mit seinen dummen schwarzen Steinen? Warum redet er jetzt? Warum redet er seit der 2 Folgen gefunden. Von nichts anderem? Die hat ich hab ständig, auch nicht ich hab von der Rede. Hunger, wieso heil ich nicht? Nee, weil ich hab gedacht, ich kann die zu normalen Gesteinen machen, so wie ich das auch leider mit. Ach, das ist ärgerlich. Was bringt dir das? Kannst du einfach normales Gestein abbauen? Nee. Rieke will einfach den Turm von Mori. Heil dich. Genau, ich von Saruman bauen. Ich will was bauen mit schwarzem Gestein. Oh, wir sollten Werderbiken bauen. Hörst du, wie geil das Moggy macht? Ich habe mich reingegraben und dann auf einmal war vor mir Lava. Ich sehe da jemanden. Ja, das passiert manchmal. Wer ist da unten? Ich. Warte. Hast du meinen Name-Tag, Wave? Ja, aber ich kann es nicht lesen. So, man kann es eigentlich sein, dass sich einfach irgendwo in der Seite reingraben, dass das eine dumme Taktik ist. Ich muss gerade kurz kämpfen. Ich finde nämlich nichts. Ja, du bist es, okay. Ja, oh mein Gott, geil. Warte, da muss ich dich ja auch sehen. Wie echt scheiße du, geworden. Ja? Du bist über mir, ja? Ja. Soll ich mal hochgraben zu dir einfach? Komm mal hoch. Direkt in meine Pilzfarm rein. Ich würde es vielleicht nicht tun. Ich weiß nicht, ob das Nostalgie ist oder so, aber ich könnte schwören, Strip Mining war früher viel besser. Also du konntest immer Zeug finden. Was ist denn los mit mir eigentlich? Früher war mehr Lametta. Sein, aber ich gehe auch nicht Strip Mining in solchen Momenten. Das nicht, wenn wir so riesen Schluchten und alles haben, oder? Ja, man strippt man ja auch nur noch Diamonds, oder? Ja. Und die sind das auch, die sind auch ganz Ahnung, anders jetzt. Aber ja, das ist wirklich das Ding. Also, Diamanten sind, glaube ich, jetzt auf mehreren Höhen und nicht nur, also Diamanten, glaube ich, früher nur auf ja, so genau. 13 und 14 oder sowas. Und jetzt sind sie ja, also können überall sein. Irgendwie. Ich glaube, Strip Mining, also ist Spaß ja für Fully, aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr so. Oh, ich bin nett, haut mich nicht, okay, Jungs? Oh, die Golems. Ich kann bestätigen, dass es sich in der Tat nicht lohnt. Hast du auch einfach zur Seite reingebuddelt? Ja. Ich glaube, ich mache uns eigentlich mal ein paar Pfeile. Weiter oben. Dann können wir nicht mal ein bisschen Fernkampf betreiben. Yay. Ja, aber ich dachte vorhin, ich bin schon. Oh, ich hatte oben. 2 Fäden dabei, aber kann ich euch später geben. Wir brauchen vor allem Federn. Na, die habe ich nicht. Federn? Schade. Die bekommt man nur von Hühnern, oder? Sonst bekommen wir nirgendwo Federn her. Kann genauso sein? Wie die Hühner. Ja, deswegen müssen wir Hühner züchten und dann töten wir sie und dann haben wir Essen und wir haben Federn. Haben wir denn irgendwas, um Hühner und Schweine sowas anzulocken? Also Karotten und was essen Hühner? Mini-Zombie! Töten wir sie? Samen, ja. Samen. Oh, hier kann jetzt ein Ding spawnen, ne? Gott, der geht mir richtig auf die Nerven. Wo, wollen wir ein eigenes Fass machen für die Sachen, die wir fürs End brauchen? Mophobia? Oder so die. Was brauchen wir denn fürs End? Na, die Enderperlen und so, wo man das erstmal so zwischenlagert. Ja, okay, wir haben noch ein paar Fässer frei. Warum nicht? Mach's mal ins ganz Rechte. Weiß nicht, ob das hilft. Auf jeden Fall, ich habe Goldapfel bekommen. Geil. Was denn? Machen Redstone-Fackeln auch Light Level? Dass da keine Mobs spawnen? Oh, boah. Ich weiß, wir geben auf jeden Fall wenig Licht ab, so vom Sehen her, aber ich weiß nicht, ob die Mobs abhalten. Als ob ich davon nichts hab. Dia! Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt.
Wouldn't wanna be a... Vergammeltes Fleisch. Aber ist eigentlich auch egal. Wieso habe ich eigentlich eine Pilzfarm überhaupt gebaut? Ja, oder eine Baumfarm und so. Es ist alles super, aber ich meine, Boggy meinte, wir wollen ja eh nur noch zwei Aufnahmesessions machen. Das meinte nicht ich, ich habe nicht keine Ahnung, wie lange das Ganze dauert. Ja, jetzt dauert es länger, also wir müssen uns halt ein bisschen beeilen, wenn wir wollen. Wir müssen nicht. Ja, ich muss eigentlich schon wieder... Johnny will nicht spielen. Da rein. Doch, ich liebe das Ding suchen, ne? Wir brauchen den in der Festung safe. Aber ich meine, schon mal, wie gesagt, so kleine Sachen wie Farmen oder eben jetzt Pfeile oder sowas, das kann man immer gebrauchen. Also am Ende ist es super nützlich für im Ende. Ja, aber will jemand dann jetzt eine Nether-Festung suchen gehen? Ja, vielleicht? Ich gehe wieder rein. Ich auch. Komm mit. Krieg ich mein Shit zurück? Den brauche ich dafür. Ich habe den alle in den Ton reingepackt. Okay, gut. Ich hätte dir das gegeben, aber... Boah, Redstone brauchen wir nicht, oder? Geklaut. Ich habe sie nicht geklaut, ich habe sie genommen, weil ich keine hatte. Brauchen wir nicht. Also, du darfst sie gern wiederhaben, weil du warst ja auch nicht da. Ey, dann würd ich auch mitkommen. Ah, wir haben Seelenfackeln. Dann kann ich doch Seelenfackeln da reinpacken. Was sind oder Seelenfackeln? Oder brauchst du die aus Deko und blauen Fackeln? Die brauchen wir eigentlich nicht, wollte ich nur zeigen. Wer hat meine Spitzhacke? Willst du die behalten? Ich teste das mit den Redstone. Ihr mit euren Spitzhacken. Behaltet sie doch einfach im Inventar. Was denn? Das macht keinen Sinn, Mogi. Ich bin doch gestorben. Ach so. Ja. Ja, und ich habe meine weggelegt. Aber Ricky hatte die, glaube ich. Der darf sie auch behalten, wenn er will. Ich habe mich nur gerade wieder an Folie erinnert, der auch die ganze Zeit gesagt hat: Meine Spitzhacke, wer Jenny hat meine Spitzhacke genommen? Hast du angefangen, wer hat meine Spitzhacke? Und ich dachte mir, meine Güte. Er hat sie extra halt versteckt. Aber ich habe sie halt gefunden, was soll ich machen? Vor allem, Jenny hat so oft gesagt: Oh, ich habe eine Diamantspitzhacke gefunden. Ist die vom NPC oder so? Folie hat aber auch nichts gesagt. Nein, ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, dass es meine ist. Eigentlich nicht zugehört, muss man vielleicht lauter sprechen. Und jetzt plötzlich stürzt du dich dran an dem Thema. Was redet ihr eigentlich die ganze Zeit von euren Spitzhacken? Nee, stimmt schon. So. Das sag ich doch. Ich backe Kartoffeln. Soll ich mir noch irgendein Diamantrüstungsteil machen? Bin ich so dekadent? Weiß nicht, würde ich nicht machen. Bist du so? Ich sterb bestimmt. Oh, diese Goldminen gehen mir auch richtig. Die Goldadern gehen mir richtig auf die Nerven. Wieso? Was ist mit dem? Ich kann mir nicht merken, wo ein Gold. Und ich denke mir, oh mein fucking Gott, wofür bin ich überhaupt hier hochgeklettert? Ja, ich mach einfach Sonstiges hier. Sonstiges? Ich habe gerade voll viel Weizen geerntet. Wo ist es verschwunden? So schlecht im Einsortieren von den Sachen. Wo würde ich den Name-Tag hinpacken? Oh ja, ich habe damit Brot gemacht. Ich wollte es euch. Oh, eine Brotzeit? Nee, das ist okay, weil ich das hätte ich jetzt in echt gerne. Ich dachte mir, wo ist das? Entschuldigung, hol das Nutella-Glas raus. Heißt der Obatz da? Ich habe kurz überlegt, ob ich noch ein Brot damit mache, aber ich wusste nicht, wenn du willst kurz was machen. Also für Nutella braucht Folie ja kein Brot. Ich habe mich nur gewundert, wo es war. Ach so. Was weißt du, Mate? Mogi, wie heißt dieser komische Käse da? Obatz da? Obatz da, ja. Der ist lecker. An den muss ich denken, bei der Brotzeit. Ey, ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe gerade eine dicke Gold- und Diamantenader. Alter, geil. Ich habe Backkartoffeln. Verwandeln jetzt, wo Morgi keinen Oberster kennt, habe ich das Gefühl, er tut nur so, als wäre er aus Bayern. Ja, er tut doch nur so. Er tut doch. Nee, er tut nur so. Ich gehe nicht raus, was wollt ihr von mir? Er kennt ihn schon. Okay. Er kennt ihn unter einem anderen Namen wahrscheinlich. Wenn du das sagst. Ich habe keine Ahnung. Traust du Mayfair einfach nicht, du Fictionstill? Also ich wusste zumindest jetzt nicht, ich habe morgen jetzt nicht so geredet, dass er gerade auf Schlauch sagt, weiß ich was. Babe, können wir mal kurz darüber reden, dass hier immer mehr Betten liegen und immer mehr Leute in unsere Betten schlafen? Achso, ja, wir haben eine Swinger-Gemeinschaft aufgemacht, Fully. Ja. Eine Swinger-Gemeinschaft. Hey, ehrlich, mal, achso, ja, hast du das Invoice nicht bekommen? Also, ich habe mein Okay nicht gegeben. Ja, kannst du ja ausziehen. Ja, das wussten wir halt, dass du es nicht machen würdest, deswegen. Ach so machen wir das jetzt auf einmal. Okay, okay. Wenn er nicht von alleine geht, dann wäre ich mal Swinger-Gemeinschaft. Ihr könnt mir gleich theoretisch ins Nether. Jo, ich bin bereit. Oh, es ist ja doch Gambling. Ich nehme übrigens auch ein Feuerzeug mit, falls unser Netherportal zerschossen wird oder sowas, damit wir es wieder aufmachen können. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Oh. Machen wir eine Kiste dahin. Wo ich möchte anmerken, mir hat in den Kommentaren jemand den Tipp gegeben. Ein bisschen abseits aber davon. Ich denke daneben.
Dass es beim Höhlenerkunden echt sinnvoll ist, die Fackeln immer nur auf der rechten Seite zu legen, damit man weiß, von wo man kommt. Und ich nutze es gerade und muss sagen, ja, sehr hilfreich. Das ist wirklich hilfreich. Es ist sehr clever. Was machen denn die Eisengolems hier? Die genießen ihr Leben zu zweit. Die sind Teil der Gemeinschaft. Gut, ich habe das Geste gemacht. Die sind ein bisschen weit ab vom Schuss, deswegen, ja. Oh, lass einen Eisengolem Namen geben. Die sind spazieren gegangen zu zweit. Ja, aber ich habe einen Tag. Ja, aber wir haben keinen Amboss. Ich kann keinen Amboss bauen. Auf der anderen Seite, wenn wir den Pferden Namen geben, nochmal. Einfach rechtsklick und. Achso, ja, mit dem Amboss muss ich ihn benennen. Zwei Eisengolems abseits? Mit dem Amboss muss ich ihn benennen. Welches ist einer allein? Haben wir drei Eisengolems im Dorf? Ja, ja. Das, ich glaube ja, oder? Oh, das will der eine dich noch verprügeln, Fully? Ich habe mir das schon gemerkt. Wer hat mir gerade Leder gegeben? Da war es auch ein aus der Gemeinschaft. Ist ja das so. Auch woanders. Die Gemeinschaft lohnt sich jetzt schon. Boah, hat jemand noch Ketten zu meinem Leder? Könnt ihr mir haben? Wo kommt denn die Ketten her? Ja? Boah, ist das hier voll. Ja, aber wirklich. Junge, wie geil. Amboss. Ich muss hier raus, sein. Ich brauche das hier. Wie heißt denn dann der? Also soll ich jetzt nicht Ulti machen für das Schaf, sondern... Ich weiß nicht. Wir nennen jetzt einen Golem. Komm, wir nennen ihn Butter, dann ist es ein Buttergolem. Ricky, das ist ein Buttergolem. Du musst nicht immer alles Lapis rausnehmen, ne? Du kannst auch nur ein paar. Nee, rausnehmen. Ich muss alles rausnehmen. Tut mir leid. Okay. Ich kann das alles nicht. Die geheime Truhe hier, Hockey. Hm? Hier ja, was ist das? Da nichts rein? Johnny klaut das. Ja, okay, alles klar. Er ist Dieb. Er weiß, er kennt das Konzept vom Privat. Oha, aber Dieb ist doch auch eine Klasse in Dragon Quest, oder? Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, okay, kannst du das mal probieren? Eher Final Fantasy, glaube ich. Ja, ich glaube, mein Shader kommt damit nicht zurecht. Warum sollte es in Dragon Quest kein Dieb geben? Wirst du sehen, oder ich bin ultra verwirrt. Ja. Das ist ein Creeper, geh weg, Maeve, bitte! Oh Gott, Edgar hat was alles von uns zerschossen. Wieso kommt er hierher? Das ist eine klassische D&D-Rolle, Fully. Weil die Golems ihre Arbeit machen. Ey, in den ersten einfach ihre Dragon Quest gab es nicht mehr so Klassen. Also das ist nicht toll. Ach komm, die ersten Dragon Quest, das ist doch jetzt unfairer Vergleich. Habt ihr die Hülle nicht richtig ausgeleuchtet? Wie soll ich den Namtag nennen? Die Reihe ist fast 40 Jahre alt. Nein, noch jetzt nicht Butter. Ja, ich kenne aber auch nur in Dragon Quest 11 jemand, der, glaube ich, am ehesten als Dieb... Ja doch, der kann, glaube ich, stehlen. Wo sind meine Fische? In jedem JRPG kann jemand stehlen. In jedem? Das ist gelogen. Wer hat meinen Lachs genommen? Ich glaube nicht, dass mir jetzt einfällt, wo es nicht jemand mit einer Diebesrolle gibt. Ich nutze nur nie bei Islamfreunde. Was? Xenoblade. Gef. Okay. Moggy ist tot schlafgelegt. Da auf dem Moggy hat ein Argument. Ich glaube, da gibt es keinen Dieb. Glaubst du? Da gibt es echt keinen Dieb. Was? Vielleicht hast du ihn auch einfach nur nicht benutzt, weil er scheiße ist. Wir könnten doch sogar schon Tränke machen, oder? Mit den Spinnenaugen und so. Vielleicht könnten wir uns was Gutes. Boah, und dann trinken wir den auf Ex? Ja, normal. Jo. Ja! Als wer was anderes macht, ist eine Pussy. So sieht's doch aus, aber Johnny. Gibt's nicht, vielleicht gibt's, es gibt doch diese Tränke, ich würde euch alle unter den Tisch trinken für Feuer. Ich bin aber auch gut dabei. Ja, eben. Ricky ist aber auch super trainiert. Wo bin ich denn trainiert? Ich trinke kaum. Was? Du bist Säufer? Aber ich habe nichts dagegen. Ich habe immer Ricky als jemand eingeschätzt, der oft trinkt. Hey, ich habe zuletzt ich habe gestern getrunken. Aber das ist was. Ich mag, dass das gehört hat, was ich gesagt habe. Mehr habe ich. Aber das ist keines nur tun. Jetzt nichts an der Aussage. Wir brauchen netter Warzen. Ja, leider. Ricky zischt sich doch ständig so verwirrt gerade. Auch jetzt gerade. Ich trinke gerade eine Kiezmische. Haben wir keine Nether? Wie zur Hölle kriege ich einen Block wieder dazu, dass da Gras drauf wächst? Gib ihm Zeit. Du musst warten. Das dauert. Nee, diese Wege hier. Die Johnny, das ist wie mit einer Frau. Du musst sie wertschätzen. Oh, wahrscheinlich. Ich glaube, da wächst nichts drauf, weil man da mit Rechen drüber gegangen ist. Also, du baust den ab und baust einen normalen Erdblock. Das wurde direkt willst. Wieder. Hä? Weißt du so, Johnny? Oder? Ah, und mach nicht. Wieder Gras hin. Wie Gras? Bro, du hast wieder nicht. Sand rausgemacht oder was das hier ist? Sand. Das ist ein Weg. Was soll ich machen? Nichts. So ist gut. Okay, ja, gut. Mehr wollte ich nicht. Ja, du hast es wieder so gemacht, wie es vorher war. Das war so. Achso. Nee, oh, die Knöpfe. Oh, meine schönen Knöpfe. Oh. Ja, die sind schön, aber ist das nicht angenehmer? Ja, ist es doch. Ist so Diamine! Von innen mache ich das aber, glaube ich, nicht. Oh mein Gott, das sind so viele. Und da kommt direkt daneben Lapis und wollte mich verarschen. Das sind so viele. Ja. Oh mein Gott, das sind bestimmt 8 Stück. Aber du nimmst auch das Lapis Lazuli mit, oder? Ich nehme das Lapis mit. Ich weiß jetzt nämlich, was es bringt. Was brauchen wir noch für Nether? Wer kommt jetzt mit? Ich bin auf dem Weg nach oben, ich hab nur. Ich hab 14 Steaks mit. Na klar, gehen wir doch alle dann rüber, oder nicht? Nice. Oh ja, oder? Dann kommt er mit. Wo bist du? Der Filler kommt. Okay, ich hör auf zu erkunden, ich komm zu euch hoch.
Das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin sehr tief in der Mine. Danke. Nein, schau, Johnny. Ich krafte auch ein bisschen. Halt die Fresse! Was soll das? Worum geht's? Rocky hat mir ein bisschen, ein bisschen Meat gegeben. Normal. Verstehst du? Okay. Weed? Nein, Meat. Nee. Wir haben eine Enderperle. Fünf haben wir. Hä? Eine? Warum? Einhänderperle! Hey, Maeve. Aber Polly, du bist Perle? Meine Perle. Oh. Ja. Hast du die, ja, die ist schon gezähmt. Oh. Wir haben ganz rechtesten Fass, ist eine Perle, Hockey. Ach so, ja, Johnny hat die restlichen fünf noch nicht reingekriegt. Och, nein! Johnny ist doch gestorben. Och, das war Hockey, nicht vorlesen. Das war Johnny, glaube ich. Johnny hat das gemacht. Was denn? Was steht da? Nichts. Lies mal vor. Mann, ich hab das aus unserem Swinger-Scheiß da. Ich hab's herbe. Ich dachte. Ja, der Swinger-Scheiß, da kannst du es hinlegen, Mel. Grönemeyer? Mach mal ein Item-Frame, Hockey, dann häng ich an der Wand. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Item-Frame. Item-Frame. Ja, warte, mich echt. Ich bin raum mit Pisse geflutet. Was brauchen wir denn? Leder, ich bin oder? Mit Pisse geflutet. Das war legendär von dir damals. Ich weiß noch ganz das genau, ist, das als ist echt im Reddit ein bisschen ham gegangen. Das war. Echt? Das ja, es gab nicht gedacht, so. Ja, die Leute haben sich eingeschissen, so witzig fanden. Hab ich dir gar nicht geschickt? Nee. Hier in der Höhle ist ein Enderman. Wie habe ich zu reagieren? Soll ich A, ihn angreifen und schreien? B, so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen? Oder C, Fully um Hilfe fragen? Fully? Habe mich für C entschieden. Was mache ich denn jetzt? Morgi, hast wenn du ein Boot dabei? Wenn du nicht möchtest, dass er dich verprügelt, schau ihm nicht in die Augen. Dann lässt er dich in Ruhe. Morgi? Ja? Hast du ein Boot dabei? Nee. Ich bin doch kein Bäcker. Kannst das Boot? Ey, Johnny, komm mal. Ob du ein Boot dabei hast, kein Brot. Ach so, nee. Aber das hast du wahrscheinlich auch nicht. Warum sollte ich ein Boot dabei haben, Johnny? Ich gehe doch unten in der Höhle. Genau, wenn du ein Boot vor... Ich glaube nicht nur bei Enderman, ich glaube, es funktioniert bei allen Mobs. Wenn du das davor setzt, dann sind die da drin gefangen. Dann setzen die sich ganz oft da rein und dann kannst du die einfach verprügeln. Und beim Enderman funktioniert das auch sehr gut. Das sind basically einfach Enderman-Fallen. Du hast den Raum. Aber ja, wenn du nicht mehr gegen kämpfen willst... Oh, Katze. Oh, die blauen Fackeln, Hockey, ich liebe es. Das ist unsere. Ja, warte, ich glaube, ich mache noch unter Wasserressourcen. Oh Gott, ich ertrinke. Nein. Wie auf der anderen Seite darf ich das ändern? Ich mach die generell, geh mal weg. Ich glaube, ich mach die generell mal weg. Wir sollten die ja auch vom Nether-Portal placen. Ich habe Federn. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Federn. Oh nein, unser Eingang ist ja ultra scheiße. Das ist wirklich nicht aufgefallen. Nein! Der Raum ist mit. Warum ist der Raum voll mit fucking Wasser? Mit nein, Pisse? Nein, nein, nein. Ricky. Nicht ertrinken. Ricky, hast du wieder. Ja, Morgi, das ist mir übrigens auch passiert in der dritten Folge oder so. Warum ist der Raum voll mit Wasser? Oh, aber keine Sorge, Freunde, keine Sorge. Keine Sorge, ich habe einen Screenshot von den Koordinaten gemacht. Ich bin doch kein Vollidiot. Oh mein Gott, wie schnell er denkt. Er denkt so schnell. Ich habe so viel Diamant und Gold dabei, jemand muss die Scheiße holen gehen. Wie kann man so schnell denken? Okay, ich habe gesehen, dass ich sterben werde, dann dachte ich mir, ich mache so schnell einen Screenshot von den Koordinaten. Ey, ja, soll ich uns schon mal Pfeil und Bogen und so machen oder brauchen wir es dann erst fürs Ende? Oder vielleicht sollten wir, Hockey, wie wäre es, wenn wir einfach Morgis Zeug mal recovern? Ja. Ihr solltet ja, wirklich mein Zeug und ich hatte super viel Gold und Dias dabei. Ja, du kennst eine eigene Frage einfach. Nein. Da muss doch jetzt nicht jeder hin. Ich weiß, was du willst. Geht ihr das Zeug holen? Ich will nämlich mitgehen. Chicken Wings. Soll ich noch ein bisschen Essen für euch kochen? Wie wär's, wenn wir Mobbys Zeug holen? Ich meine, hatte ich einen schlechten Punkt? Nein. Mich kommst du mir nicht klar. Ich dachte, Morgi geht das selber holen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich sagen. Ich habe noch keine Ausrüstung gerade. Ja, aber du bist doch beim Spawn. Ja, man kann schwimmen, ja. Gehen die das Zeug davon holen? Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist das der Weg? Ach so, Ricky meint, dass man so gerade ausschwimmt. Ja, die Animation meine ich. Ja, man stirbt nicht direkt, wenn man ins Wasser geht, was? Aber da stand doch gerade das Mogi. Ja, schauen wir. Ich habe keine Ahnung, ob die mithelfen. Wir? Minus 40? Ja. Für dein Zeug? Was hast du alles dabei? Achso, da auf dem zweiten Bildschirm. Johnny hört wirklich nicht zu, ne? Nee. Ist okay, hey, dann gehe ich ohne Ausrüstung runter und schau selber. Oh, Zuckerrohr. Nein, wir gehen noch hin. Also ich nehme mal kurz ein bisschen Zuckerrohr mit. Geh da hin, warum seid ihr denn da rausgeschwommen? So. So, hier ist das ein Screenshot davon. Na dann? 40 Felder unter uns ist das, ungefähr. Dann, grabt ihr euch da runter? Okay, dann gehe ich jetzt da aber nicht noch hin. Das schafft ihr. Ja, dann schauen wir zu ihnen rüber, Fully, wenn die das so machen. Ich habe eigentlich auch keine Lust, zu Fuß hier runter zu gehen. Mogi, was hattest du denn dabei? Ich hatte super viel Dias und Gold dabei. Nebenbei, okay. Gleich alles, was wir brauchen. Ja.
Bitte nicht unter mir wegbauen, Vicky. Ich bin happy über das ganze Loot, was er hat. Ich weiß nicht, was du meinst. Tut mir eingefallen, aber bitte das nicht. Und wenn dann eine Diamantspitzhacke findet, die gehört mir. Okay, ich bin im Raum. Ich hab den Raum gefunden. Wenn ihr überhaupt irgendwas findet, gehört das nicht. Ist der Raum mit Pisse geflutet? Der Raum ist mit Pisse geflutet. Okay. Dann hat ja echt nichts gebracht, dass ich gerade zu euch hingelaufen bin. Ich guck ganz kurz, dann ob ich die Masse kann. Was soll ich denn noch machen? Ich hatte doch gehen wir mal kurz hier reintauchen. Ich hatte gucken. Doch noch was vorher. Hast du einen Raum mit Pisseblut oder was? Zum Beispiel. Ach ja, ich kann mal ein paar Hühner auf jeden Fall mit Eiern abwerfen. Ganz schön tief. Das ist nie verkehrt. Gott, warum schwimmt man so langsam in diesem Spiel? Mit Steuerung kannst du schneller schwimmen. Mit Steuerung? Also mit Steuerung im Wasser? Ach ja, das ist. Ach ja, ich drücke mal Shift und nicht mehr drauf. Ich lasse mit ins. Oder bist du ja moin, was geht denn? Bau doch hier nicht zu. Ich will, dass hier das Wasser abmachen, Mann! Wo gehen wir denn runter, Hockey? Da hinten irgendwo? Ich wollte jetzt eigentlich zurück zum Dorf wieder. Okay, also statt tauchen zu gehen, will Ricky einfach mal, wir sind Wasser nicht in der Richtung des Dorfes. Ja. Falsch, glaube ich, Mogi. Ja, ich gehe gerade zum Dorf. Mogi, die Position ist aber nicht. Die Position ist nicht genau die, oder? Die ist ein bisschen daneben, oder ist es genau die? Ich habe, als ich das. Kurz bevor ich gestorben bin, habe ich den Screenshot gemacht. Danach bin ich ertrunken. Weil da ist nichts. Wo seid ihr denn gerade? Ich versuche gerade. Das ist bei mir auch bei den schon Koordinaten passiert. Auf der Oberwelt. Als ich ertrunken bin, haben wir meine Sachen ja auch nie gefunden. Wieder zurück zum Wasser, wo wir gerade waren. Das kann doch nicht so schnell. Wahrscheinlich wurden die rausgespült oder nicht? Aber wohin? Ja, also, die können weggespült werden. Meine Theorie ist ja, dass irgendwer von euch in der Höhle meine ganzen Sachen eingesammelt hatte in der dritten Folge, aber es halt nicht gemerkt hat. Und die tatsächlich gerettet wurden. Aber bei Moggy weiß ich jetzt nicht. Also, ich guck nochmal die Koordinaten an. Minus 39 bin ich. Hockey und ich zu euch eingesammelt. Hockey hatte und sogar fast alles. Minus. Mit. Aber du bist auf 15. Du bist noch 30, 15 Felder unter uns irgendwie. Ich wünschte, ich wüsste, wo ihr runter seid. Auch es muss noch tiefer gehen, Ricky. Stimmt. Gute Idee. Lass wir noch tiefer buddeln. Oh, lol. Hier ist ja tatsächlich. Ja, ein bisschen rüber am besten. Ach so. Das. Oh mein Gott, der geheime Keller wurde zu der Pilzfarm. Wie stark. Ja, ich dachte mir, geheimen passt. Keller? Ja, Mann, das ist nice, man. Ich dachte mir, das passt ganz gut. Ich komm nicht hoch. Das finde ich sehr warte, süß. Hier. Hey, Johnny, willst du mir helfen? Hattest du den Name-Tag jetzt? What the fuck, ich habe gerade einen Resub bekommen. Ich hab die Alerts. Ein Resub, wo du offline bist? Ich hab die Alerts an. Maeve, hier, ich hab's. Kommst ich auch. Die geht gleich wieder in den Urlaub, ich sag's euch. Dankeschön. Für die okay. Komm mal. Urlaub. Passiert jetzt nicht öfter? Bobby. Hab ich's gefunden? Sehr, sehr. Oh mein Gott. Rick hat's gefunden. Also ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Wasserraum. Oh! Ja, Mann. Was wolltest du von mir? Ich hab euren Schaft gefunden. Hier liegt das schon. Mit dem Kies, willst du mir helfen? Was? Ja, Kies. Oder? Was? Sein, was hast du mit dem Name? Hallo, da bin ich, da bin ich. Was machst du denn hier? Du kannst ja, ich hab das Pferd umbenannt. Ich wollte ja nicht hin, dann hab ich runtergefallen. Hallo, okay. Oh, habt ihr Gold und Diamant gefunden? Nein. Ich glaube, wir sollten langsam mal schlafen. Ich sollte wirklich nicht so hoch sein. Ja, das sind diese Phantome. Oh Gott, hab ich. Oh, hier, ich hab oh mein Gott, weil du nicht geschlafen hast. Holy geht shit, da sind sie. Warte, die sehe ich nie. Ah, wer hat mein Fernrohr eigentlich? Oh, Morgi, das würde dich ärgern, was hier ist. Im Nebenraum hättest du Luft holen können, einfach. Ja, ich weiß, ich kam aus dem, aber ich hab keine Ahnung. Ich hab mein Schild und meine Kohle gefunden. Die droppen nichts Besonderes. Ich hab deine Spitzhacke gefunden. Oh, ja, die gehört mir. Hier sind die Diamanten. Aber gerne töten. Oh, die Diamanten. Cool. Diamant und Gold sind halt das Wichtige. Der Rest ist. Oh, ich verdurste mir auch nicht. Geh aus dem Weg! Bitte lass mich Luft holen. Achso, ja, Entschuldigung. Ich verdurste. Erst bei Outer Wilds denkt Maeve, dass wenn hier jemand taub ist, dass er dann. Ja. Nee, wie war das? Die waren nein, blind. Wenn, und Maeve dachte, wenn wir dürfen blind deswegen ist, ja. uns nicht bewegen. Die sind blind, ja, da müssen wir das Licht ausmachen, hab ich ja, gesagt. Ja, so war das. Jetzt denkt er, wenn er unter Wasser zu lange ist, dass er okay, Morgi, komm verdurstet. 21 Diamanten. Katsching! Du hast direkt wieder dein eigenes Inventar genommen, Maeve. Eisen, ein Helm. Wie das Bett ist occupied, da ist kein Atem. Oh mein Gott. Das okay, warte, der, bei den 21 Diamanten kann ich mich auch schwer von verabschieden. Ich hab sie gegeben, also technisch gesehen. Ich wollte sie dir geben, aber wenn mein Charakter nicht mehr zurücknimmt. Ich war ganz lange schon dafür, dass wir sie einfach alle still und heimlich erledigen. Habt ihr mein Gold gefunden? Ja. Nee. Du kannst, wenn du nicht? Im Bett liegen willst, in einem Raum auffordern zu gehen. Ah, ich glaube, ich bleib oben. Ich hab's. Kein Problem. Ricky hat's.
Ich hab's. Ricky hat das Mogi-Gold. Also mal rüber, weißt du, wenn ich jetzt im wirklichen Leben jetzt nochmal ins Wasser gegangen wäre wegen dir, dann wäre ich ein bisschen angepisst gewesen. Und noch die restliche Ausrüstung. Mächtig. Und okay, pass auf. Ich könnte auch noch irgendwas bauen oder so. Ne? Oh, der ganze Stoff. Losgehen. Danke. Und der den Stoff. Müll kannst du auch haben. Ich hab so ganz Pfeile. Wieso alles Pfeile? Nein, Hockey. Ich werde das alles nicht haben. Flints für Pfeile. Hast du nicht zweimal Johnny gesehen? Jetzt noch mal. Ja, er hat Hockey gesagt. Wer soll doch das? Okay, ich glaube, das reicht. Brauchst du noch ein bisschen Essen? Hier sind ein paar Hühnchen. Ja, soll doch ein bisschen. Na, schade. Oh, nehm ich mit, habe ich nichts gegen. Warum machst du daraus Türme? Deine Hose haben wir nicht gefunden, kann das sein? Ich hab sie nicht. Meine Schuhe, meine Stiefel haben wir nicht gefunden. Aber das ist okay, die Eisenstiefel gehören sowieso, die waren sowieso, glaube ich, von. Was ich hier hab, Moggy. Du kannst hier craften. Ich will ja nichts craften, ich will hier eigentlich nur raus. Was soll ich jetzt craften, Ricky? Ich will das Zeug einschmelzen. Mach die Schuhe. Ja, du sollst hier einschmelzen. Da hab ich doch einen Ofen. Da ist ein Ofen. Ich werde doch jetzt nicht anfangen, mein Gold zu schmelzen und hier Schuhe machen. Wir machen das im Lager. Im Dunkeln. Ey, jetzt habe ich Angst, Ricky. Ja, ich glaube, man muss sie abbauen. Ich dachte, das klappt so auch. Aber man muss irgendwo hier war doch die. Das wäre geil gewesen, hätte es mit dem Turm geklappt, aber ich glaube, es geht nicht. Guck mal, da ist sofort. Du meinst das mit der Fackel? Ja, das wäre so geil gewesen. Das klappt nicht. Ja, aber von dir vielleicht. Das ist doch nervig. Das ist doch scheiße. Ich weiß, ich habe halt durch der Wand gegraben und dann kam das Wasser raus. Also ja, ihr könnt gerne ein bisschen Kies haben. Gib her. So, gehen wir wieder hoch. Danke. Ja, hier. Ja, aber unsere Taktik hat keinen Rückweg so richtig vorgesehen. Ja, muss halt jeder seinen aber eigenen machen. Die Koordinaten zum Dorf habt ihr, ja. Aber wir haben nur zwei Gänge hier, Mogi. So wir graben uns einfach wieder hoch. Wo zur Hölle sind Sticks? Ist die existieren. Ja, gut, nach oben graben daneben. Okay. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, Flint zu bekommen? Das ist aber jetzt selten, haben wir drei Gänge jetzt hier. Wenn wir jetzt hier. Ja, wahrscheinlich sollten wir nicht alle in eine andere Richtung. Wir machen ein Wettrennen. Wer zuerst oben ist, kriegt ein Nacktfoto von Fully. Was? Das habe ich schon. Verzeihung? Das habe ich doppelt. Danke, Golem. Will ich mal tauschen? Oh, jetzt bekomme ich echt Offflints, ganz krass. Ja, krass. Ja, nice, ich habe nicht einen bekommen. Mave hoch. Okay. Dann werde ich den restlichen Weg mich hochgraben. Ups. Das war aber echt ärgerlich, dass ich da ertrunken bin. Aber danke für eure Rettungsaktion. Hey, solange es bekommen. Immer gerne. Ich war nicht begeistert von dem Gedanken, dass alles, wo ich meine ganze investierte Arbeit, dass die für nichts war. Der ganze. Zwei Flints. So weit kommen wir hier noch, dass hier was umsonst ist. Okay, nice. Hier gibt's nichts gratis. Nein! 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 Oh, ja. Oh, was ist los? Ist ins Wasser gefallen, Ricky? Nein, ich habe mich hochgebuddelt, das ist genau Sand auf mich raufgefallen. Oh Gott. Du hast dich hochgebuddelt, da war doch noch Platz für, damit einer mit der Erde einfach hoch kann. Ist doch Eingang frei noch für jemanden. Deswegen habe ich mich doch, so. Was macht der die ganze Zeit? Was macht der da, ey? Ricky ist ins Loch gesprungen. Ach Mann, ich komme wieder hoch. Vor allem, ich habe doch gesagt, ich grab mich hoch, damit du den anderen Weg nehmen kannst. Tut mir leid. Hockey, mach du mal das Licht immer aus. Was mach ich? Licht aus? Ja, du hast so viele Fackeln entfernt hier. Ja, sorry, war sauer. Was? Boah, okay, sauer. Wir haben jetzt auf jeden Fall 1 Stack Pfeile und 28 noch dazu. Leute, als ob das... Man kann das hier nicht ändern, weil da ein Schild hängt. Ändern, man. Ein Schild. Ja, manchmal verdammt, Morgan. Das stimmt überhaupt nicht. Sicher? Was? Warte, ich hab ja nicht mal nachgeschaut, tatsächlich. Bin ich ein Schild? Ha! Pass auf, Maggie! Ein lebendiges Schild. Wir haben Schild, keine Sorge. Das ist noch ein lebendiger Schild, verdammt. Wie viel ging das denn draußen? Für mich ist das dasselbe Wort. Ich hab nie gewusst, dass es so Unterschied macht, bis ich Morgi kennengelernt hab. Was? Der achtet da immer drauf, dass es und das Schild gibt. Ja. Das sind verschiedene Sachen. Ja, ich weiß, aber es ist in meinem Leben einfach nie vorgekommen. Johnny, für dich schon mal? Ich habe noch nie ein Videospiel gespielt. Oder war mal? Doch, natürlich, aber ich dachte immer, das ist beides das Schild. Ich glaube, darüber. Für mich gab's den Schild nicht. Oh, hier, nehm ich hier Zuckerrohr mit, das kannst du gebrauchen. Ach, wir haben im Lager Stacks, über Stacks an Zuckerrohr. Wo ist mein Rohr für? Ja, wir haben mehr Stacks als genug Zuckerrohr. Wir sollten langsam mal Maps bauen, oder? Google Maps? Ist das Karte? Au!
Okay, ich habe für jeden tolle jetzt Karte. Ich habe jetzt auch verzaubert, ich habe für jeden von euch einen Stärke 1 Bogen. Also ich hätte gern mehr als einen. Ja. Geil. Wo ist Fully, 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 Fully? Hier bin ich. Ach, hä, hey, du bist hier? Der hilft doch die ganze Zeit mit dem Gravel. Okay. Vorsicht, ja, Spinne! Da ist auch gerade jemand rumgelaufen. Spinne an der Wand. Junge, ich mach hier alles kaputt. Ja, du hast so das ganze viele Monster hier. Wie gefickt der Weg aussieht. Das ist die Geschichte von Spinny an der Wand. Ich mochte Spinny an der Wand. Ja, bis Morgi sie getötet hat. Hey, hier ist wirklich das Dorf, Ricky. Hatte, ich weiß nicht. Alter, der Morgi! Nein, Spinny ist so runtergefallen. Das war schlauer als Pfeiler. Ja, ich kann. Oh nein, sorry, das wollte ich nicht geben. Warte. Morgi, ich wollte das auch nicht haben. Warte. Morgi kommt hier rein, und hat alles gehört. So. Und Ricky noch? So, das Problem ist, ich habe kaum Kohle gefunden. Mach das gerade so. Ja, Johnny? Unser Kohlevorrat geht ganz schön zur Neige, oder? Wir haben ja noch Holzkohle. Wir haben viel Holz, wir können Holzkohle machen, ja. Soll ich jetzt deine Scheiße einfach einsortieren? Nimm mal nett was. Ja. Ah, ich hätte nie gedacht, dass man Kohlemangel in Minecraft haben könnte. Zack. Haben wir echt Kohlemangel? Wo haben wir das denn hingetan? In den Ofen. Verbraten mich, ja. Nee, stimmt, hast du recht. Und fackeln halt auch. Ich seh's ein, das war eine dumme Frage. Man braucht Kohle für echt viel, Mann. Ich dachte aber eher, wo haben wir die ganze Kohle, die wir hatten? Welche Kiste tun wir die, aber... Ich mach jetzt hier einen Rohstoffe. Tunneleingang runter zu uns. Oh, nee, Erze oder... Nee, Rohstoffe. Ah ja, stimmt, das heißt Erze. Aber da ist echt keine drin. Nee. Da hab ich Kohle gegeben. Das ist echt so Rohstoffe. Ich hab noch 8 Kohle. Das ganze 8 Kohle. Rohstoffe auf dieser Wirtschaftssage. Ich tatsächlich. Könnt ihr mir euer Flint geben, wenn ihr fertig seid? Ja. Nein. Wie viel willst du? So, was haben wir denn? Die Müllkiste ist fast voll. Ich hab 10. Ich mach so viel, wie wir machen können. Bleib stehen. Achso, ich hab das da reingetan in die Kiste. Wer hat den Erdblock da entfernt? Okay, hab ich aufgesammelt schon? Nee, dann hab ich schon aufgesammelt. Okay. Okay. Da. Morgi, jetzt, komm mal her. Morgi eingesammelt. Nein, jetzt bekommen wir es nie wieder zurück. Hey, wo? Morgi, kannst du Hockey das Flint geben? Ich hab. Achso. Oh, ich bin froh. Ja, Moment. Hier. Vielen lieben Dank. Jungs, wir haben einen neuen Bewohner in der Stadt. Haben wir? Hier. Hey, die Katze. Eine Katze. Babykatze. Zwei Babykatzen. Kann man nicht auch eine suchen gehen, aber ich habe keine mehr gesehen. Kannst du mal was abbauen? Zwei Katzen und eine Babykatze. Ich habe es falsch verstanden. Süß. Darf ich sie töten? Nein, ich töte dich. Das Baby kommt ganz nach ihrer Mutter. Töten wir sie? Die wird nicht gekocht, die wird gedünstet. Oh, ich finde sie süß. Oh, wie süß diese Katzen sind. Paul Panzer damals? Mega geil. Nee, tatsächlich nicht. So, Freunde, wir haben 44 Diamanten. Aber du klingst ein bisschen wie Paul Panzer. Und wir haben 44 Minuten Aufnahme. Yeah, ja. Gute Folge, ich hab nichts gemacht. Das passt zusammen. Du hast nichts gemacht. Ja, ein bisschen was halt. Was? Ich hab ein bisschen Flint geholt, ein paar Diamanten, ein bisschen Eisen. Roastbeef, ein Hütchen, eine Pizza. Was ist gehen in den Roboter? Ich hab ein paar Hühner gemäht. Für dich verliebst du? Ist ja nichts. Morgi, nee, aber ich wollte die. Nein, damit wollte ich sagen, dass wir wollten also auch in die Festung, aber gut. Ja. Okay, ich habe noch 2 Flint. Mascha kommt es halt anders, als man denkt, ne? Hey, Morgi hat seine Pfeile nicht aufgesammelt. Ich mein! Aber wir haben jetzt Bögen und Pfeile und sowas. Ich bin trotzdem zufrieden damit, dass ich so scheiß viel Gold geholt habe. Ja, Morgi hat richtig reingeholt hier. Das wird uns nämlich weiterhelfen. Ja, ich bin immer so ein bisschen ratlos durchs Dorf gegangen. Ja, wir haben keine Feder mehr, deswegen kann ich keine weiteren Pfeile mehr machen. Warum hast du nicht Gold geholt, Johnny? Ich hab Stuff geholt, aber dann war ich wieder zurück. Ich hab mir dafür gesorgt, dass wir Dingens haben. Ah, Federn. Also jetzt bekommt wieder 23 Pfeilen. Die Hühnchen rupfen. Dann hab ich was Gutes gemacht, weil ich hab Hühner gemäht. Ja. Kann man die auch rupfen? Ja. Ich glaub leider nicht, ne? Soll ich das denn nur für das End holen, Hockey, oder soll ich das auch mit in den Nether nehmen? Ne, wir können es gerne jetzt schon in den Nether mitnehmen, eigentlich. Okay. Also, ja, so schwer ist das nicht. Es ist auch praktisch dann fürs Ende, aber also wir haben ja jetzt noch nicht mal eine Netherfestung. Und für Lohn, also falls wir eine Netherfestung finden, Lohn ab, also Lohn sind diese gelben Viecher, ne? Die abschießen zu können, das könnte sehr praktisch sein. Woraus macht man eigentlich Pfeile? Flints, Federn und Stöcke. Ach, dafür, genau, deswegen, ach, okay, deswegen dafür haben wir die ganze Zeit die Scheiße da abgebaut. Ja, genau. Also ich hab ein bisschen Gravel in Flint verwandelt. Ich hab keine Ahnung, was sie abgebaut haben, ich war unten in der Höhle. Fully hat also, ja, gemacht. Die ganze Zeit diesen Fully war richtig. Fully hat heute richtig die. Aber irgendwem fehlen noch Pfeile. Gemacht. Hat einer von euch keine Pfeile mit, ja? Ich hab Pfeile. Ich hab einen Pfeil in der Kiste gelegt. Ich hoffe, der eine Pfeil hilft euch. Wo bist du? Der kann hilft den restlichen. Wo ist eigentlich dieses schöne Mauerwerk? Wo der Mogi immer hinrennt.
Ich bin hier drüben bei den Bäumen, ich warte, bis die Setzlinge runterfallen. Wie kriegt man diese schönen Steine, aus denen unser Haus ist? Muss ich bei den Pfeilen irgendwas ausrüsten oder werden die automatisch? Ja, einfach ins Inventar legen. Die können irgendwo im Inventar sein. Okay, müssen nicht in der Schnellballleiste sein, sondern einfach nur. Irgendwo. Okay. Welchen Stein? Normales Stein, was du abbaust, das packst du in den Ofen rein. Und daraus Cobblestone? Cobblestone. Das Cobblestone machst du normale Steine und aus diesen vier. Ja, okay, aus denen. Aus denen machst du dann mit vier diese Ziegelsteine. Okay, ja, ich wollte nur das. Und ich wollte daraus eine schwarze machen, aber die geht hier noch nicht. Das ist nicht Tacket. Das geht gar nicht. Wie hast du wieder über seine Schwarzsteine? Ich bin irgendwie gegen unsere zweite Tür. Wow. Die Pilzfarm ist echt richtig hübsch. Okay. Irritiert mich, dass das nicht symmetrisch ist. So, ja, aber wenn da nur eine Tür ist, dann ist es asymmetrisch. Hat jemand Wieso ist es asymmetrisch? Nicht. Ja, genau. Nee, aber hat jemand Redstone, Staub und Wirrwurzel bei Essen hingekriegt? Ne, Ricky weiß, was ich meine. Ja, so. jemand macht hier Faxen. Dieser Farbstoff ist auch bei Erste. Ja, dafür mache ich das gerade, Ricky. Damit und der war von Johnny. Johnny hält sich nicht dran an die Regeln. Welchen Johnny! Der violette Farbstoff ist hier schön in der Erzkiste, mein Freund. Ja. Den ich dir gegeben habe. Ja, wow, wann hast du mir den gegeben, bevor ich gestorben bin? Eine Schweinerei. Oh ja, stimmt. Der hat jemand anderes. Oh, Jesus, Kohle! Ja, entschuldige mich. Haben wir gar kein Leder mehr, Leute? Die aus der Swinger-Gemeinschaft haben einen hohen Bedarf daran. Haben die haben wahrscheinlich die Kids schon leer gemacht. Nee, die brauchen das Zeug. Also, haben wir noch ein bisschen Leder übrig, Jungs. Auf gar keinen Fall ist Leder verbraten. Warte doch, ich habe das irgendwo hingetan. Auf jeden Fall. Ich habe es gefunden. Okay. Also versteckt vor Ihnen, Johnny. Ich hab mir gedacht, dass da kommt wie Fully mit dem Bogen. Du hast das Leder versteckt. Und wer hat den Lack? Der ist bei Farbstoffen, glaube ich. Oh Gott, du dummer Eisenkugel. Morgi, wenn du jetzt demnächst zu den Öfen gehst, musst du bitte durch die Tür gehen, ja? Ofenschmofen, sag ich immer. Okay, komfortabel. Ja, ich habe extra, damit wir da geschützt sind vor Monster, habe ich da eine Tür gebaut. Wie mache ich einen Stiefel? Zwei links, zwei rechts. Oh, nach oben. Katze. Yeah. Ja. Gehen wir nächste Folge in die Nether? Jetzt ja, wir machen nächste Folge. Das heißt, wir gehen in den Nether, wir waren ja schon da, wir finden die Festung. Ich sagen. Denke, wir sind wieder gut ausgerüstet. Wir gehen wieder zurück. Wir haben alles dabei. Habt ihr doch genug Essen dabei? Weil ich habe das Gold nicht mitgenommen, das nimmt jemand anders mit. Ich bin vorbereitet, was Essen angeht. Ich vertraue mir nicht mit dem Gold, das muss irgendjemand anders mitnehmen. Also, ich habe einiges geerntet, ich habe auch Backkartoffeln, ich habe Brote, falls jemand noch was braucht, ich habe ein bisschen was in der Tasche. Aber es sollte auch viel in der Kiste sein. Speck in den Taschen kann ich was haben. Und nehmt euch auch ein paar Spitzhacken mit. Ich habe so zwei, eine Spitzhacke und dann noch so vier Steinspitzhacken oder so. Ist immer praktisch. Also ich habe eine Dia-Spitzhacke, die noch so 30% Haltbarkeit hat. Ich hab eine Dia-Spitzhacke und drei verzauberte Eisenspitzhacken dabei. Ja. Die ganzen Villager, die von den Fässern angelockt werden. Es ist Wahnsinn, ne? Die und schieben mich hier rum und so. Und die machen. Habt ihr überhaupt Fisch? Ja, die haben Fisch. Die haben Kabeljau-Eimer. Das ist ein Kabeljau mit einem Eimer. Die haben Kabeljau. Oh mein Gott, sollen wir uns einen Kabeljau-Eimer kaufen? Wir können mit drei Smaragden. Wir können, warum sollten wir das nicht tun? Warum wir jetzt so einen Kabeljau-Eimer? Oh. Wenn wir aber mit denen handeln, dann denken die haben hier eine Berechtigung, hier zu bleiben. Und das will ich nicht, dass sie das denken. Die sollen sich verpissen. Ah, du bist also von denen einer. Ja. Bulli ist wirklich so ein Antimieter. Du hast es von mir. Ich will die hier nicht haben. Merkt das schon. Aha, voll. So ein Traktor? Die da. Raus die mit da, denen. Ja. Aus unserem aus ihrem eigenen Land. Ja, gut, liebe Freunde, ich würde dann sagen, eingezogen sind. Beim nächsten Mal geht es in den Nether. Und wenn wir noch Vorbereitungen tätigen müssen, dann machen wir das und wir gehen beim nächsten Mal los. Nein, das ist die falsche Perspektive, Mogi. Das nächste Mal finden wir die Nether-Festung. Ja, Mann. Yeah, wir finden die Festung. Titten. Was? Woo! Was? Tschüss. Tschüss. Tschüss.